Das Video Gleichgewicht. Gleichgewicht zwischen dem Leben, was wir hier führen, und der Spiritualität, wenn wir sie denn entwickelt haben. Ich selbst habe meine Spiritualität entwickelt aufgrund einer schweren Lebenssituation und habe mich auch zu der Zeit viel mit Politik beschäftigt und habe ja so einiges auch verstanden. Und das kann manchmal ganz schön deprimierend, aber man versteht, man ist schlau, man ist schlauer. Es ist die Frage, was fängt man dann damit an? Und das Gleichgewicht und diese Spiritualität in dem Moment für das zu nutzen, wofür sie da ist. Das Gleichgewicht herzustellen zwischen unserem Leben, denn wir sind hier mit den Herausforderungen, was das Leben an uns stellt und von uns abverlangt, und dem, was sich uns eröffnet, die Spiritualität. Und diesen Übergang zu schaffen, das ist die Kunst. Aber auch dieser Gewinn an sich. Was will ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe das Gefühl, dass viele das trennen wollen. Dass es nur das oder das gibt. Das ist ja das Gleiche wie, als wenn auf der einen Seite, es gehört alles zusammen, Yin und Yang, das Dunkle und das Negative, das Helle und das Negative. Es ist halt die Frage, wie wir es zusammenbringen, ins Gleichgewicht bringen. Und das Gleichgewicht ist in jeder Lebenslage, egal wo, ist das Gleichgewicht wichtig. Und die Trennung ist das Problem. Und ich habe das für mich selbst auch erleben dürfen müssen. In dem Moment, wo ich meine Spiritualität entwickelt habe, habe ich gedacht, ach, okay, na, jetzt hat sich das ja hier erledigt alles, jetzt bin ich ja spirituell. Weil es so, ja, weil man es irgendwie so mal vielleicht gehört hat. Aber ich durfte dann zum Glück auch schnell feststellen, nee, 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 das gehört zusammen. Das eine genauso wie das andere. Und es dann ins Gleichgewicht bringen. Also wenn ihr eure Spiritualität entwickelt, vergesst euch nicht im Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt will gelebt werden, es will erlebt werden und die Welt, die Themen wollen gesehen werden, ob wir nun spirituell sind oder nicht. Sind wir spirituell? Können wir mit beiden Ebenen arbeiten? Es ist aber auch eine Verantwortung. Nehmen wir die Verantwortung an? Schön, dann sind wir ein Gewinn für uns selbst und für andere. Nehmen wir sie nicht an, dann leben wir halt nur eine Seite. Dann gehen wir aber wieder in die Trennung. Und das ist eben für mich gerade aktuell, denke ich. Aktuell gerade ein wichtiges Thema für alle jene, die gerade ihre Spiritualität entdecken.
entwickeln. Gleichgewicht. Immer im Gleichgewicht. Genieß trotzdem die 3D-Ebene mit ihren Schönheiten und mit ihren Herausforderungen. Und genießt genauso die Spiritualität mit ihren Schönheiten und mit ihren Herausforderungen. Denn das ist die wahre Kunst, den Ort hier, die Erde, in diesem Moment, gerade zu dieser Zeit, in diesem, wie man sagt, Wandel zu begleiten und nicht nur eine Seite zu bedienen. Ich weiß, dass ich da eventuell bei einigen vielleicht gerade so ein Fass öffne. Aber auf der einen Seite reden wir ständig vom Gleichgewicht, dass wir nicht trennen dürfen und dass die Trennung das größte Problem und Übel ist, was wir getan haben. Und dann entwickeln wir etwas, was uns weiterbringt, was uns hilft in diesem Moment, gerade wo wir sind, und gehen wieder in die Trennung. Haben wir aber viel gelernt. Und das durfte mir zum Glück klar werden, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Weil ich meine, mein Leben, meine Arbeit liebe, so wie es bisher war. Und nur weil ich auf einmal spirituell geworden bin und Dinge sehen kann, Engel, Elfen, was weiß ich was, und mit den Seelen kommunizieren und dass ich da auf einmal, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, dann ist jetzt auch Zeit, das an der Stelle zu beenden. Ich würde mich jetzt eh nur noch wiederholen. Von daher, ich denke, er versteht mich. Ich weiß, dass dieses Thema gerade wichtig ist und dass an der Stelle einige hängen bleiben. Gerade an der Stelle. Und dann denken, ich komme irgendwie nicht weiter. Es geht ja auch eigentlich nicht ums Weiterkommen. Es geht eigentlich darum, dass wir immer im Gleichgewicht bleiben. Dass wir den Moment lieben, in dem wir gerade sind, mit allem, was wir sind. Dass wir alles lieben. Die schnöden alltäglichen Dinge, denen wir manchmal weglaufen wollen. Und genauso diesen aufregend schönen Dingen, die wir gerade entdecken. Also meine Lieben, das wollte ich mal sagen. Das Wort zum Freitagabend. Ich wünsche euch was und eine schöne Zeit. Das sage ich immer, ne? Aber das ist ja auch wichtig, ne? Also ein schönes Wochenende. Tschüss.